So, ja, mir ist es jetzt gerade gelungen, den Veranstalter mal kurz loszueisen hier. Ja, worum geht's hier? Hallo Castor TV, hallo Welt, hallo World. Ja, wir haben heute den Internationalen Tag der Menschenrechte. Vor genau 64 Jahren wurde von den Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unterschrieben. Und seit diesem Tag ist der 10. Dezember ein Feiertag. Und deshalb sind wir heute hier. Wir haben versucht, mit Kerzen das offizielle Human Rights Logo nachzubilden. Das gibt es jetzt seit etwa 2011. Wurde durch einen Kreativwettbewerb ermittelt. Und nun ist es praktisch eine blaue Hand in Form einer Friedenstaube. Also, und wir versuchen das natürlich irgendwie zu vermitteln, das alles zusammenzukriegen. Leider haben wir es nicht geschafft, die Kerzen anzukriegen. Das war einfach zu heftige Witterungsbedingungen. Aber es haben einige Kerzen gebrannt und in der Mitte hat immer eine gebrannt. Also das ist die Kerze der Hoffnung. Wir haben zumindest die Menschenrechte ein bisschen beleuchtet. Wunderbar, vielen Dank dafür. Danke euch.